Ja, und da ist dann der Platz. Ja, auch ein toller Job, oder? Man muss ein bisschen Urlaub noch nebenbei. Das ist schon eine tolle Sache, also das muss man schon sagen. Also das macht auch Spaß. Also nicht nach kommt ja auch mal. Ja, wenn man jetzt sieht im Fernsehen, vielleicht fühlt er sich angesprochen. Also man kann sie buchen, aber das Schöne ist ja heute, unsere Sommergartengäste bekommen einen Tipp von Ihnen auch gratis. Und ich höre mich einfach mal hier hinten um. Schönen guten Abend. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Stadtdorf. Und da haben Sie einen Garten? Ja, großen 700 Quadratmeter. Wow, haben Sie auch ein Problem in Ihrem Garten? Ja, es ist ja alles immer dabei. Schnecken, ganz schlimm. Schnecken, ich glaube, das ist ein sehr häufiges Problem, ja, gerade so Nacktschnecken auch. Was kann man da machen? Also es ist schon so, diese Nacktschnecken machen einen auch so Schnecke, also das kann schon auch passieren, ja. Also das ist schon, die können schon ganz hartnäckig sein. Ein ganz einfaches Trick, ein ganz einfacher Trick. Der Herr hat schon gesagt, ein bisschen Öl und Wasser und dann ist es gut. Das hat der Doktor eben gefallen. Was kann er machen ohne Chemiekeule? Ohne Chemiekeule, ich würde erstmal sagen, das sieht schon eher nach Hunger aus. Ach so. Ja, das sieht man eher aus. Ja, das sieht einfach aus, dass einfach mal vielleicht mal ein bisschen Hunger sind. Da redet sich die Typen. Das ist immer so ein Zeichen eigentlich, dass so eine Pflanze, ja. Ach, Moment, Hühnerstäbchen kommen immer rein in die Pflanze. Ja. Aber du musst irgendwie eine andere Mache haben. Ich schlage vor, wir machen es einfach so, die beide schließen sich nach der Sendung nochmal zusammen. Und am besten deine Kunde das nochmal zeigen, denn viele haben ja auch Erdbeeren im Garten. Genau. Und, auch da sind häufig Schädlinge am Blatt. Genau, also bei den Erdbeeren gibt es ja unterschiedliche Krankheiten. Also wenn man sich jetzt hier mal anguckt, hier, das ist jetzt mal die große Erdbeerenplante, die habe ich auf meinem Garten geholt. Also die sieht ja jetzt schon ganz schön aus. Aber nach der Ernte sind die sehr krankheitsanfällig. Dann fangen sie an. Also so zum Beispiel hier fängt es so langsam an, sieht man dann, das ist so die Weißfleckenkrankheit. Also in der Mitte ein weißer Punkt ausgerufen, dann rot, so ein roter. Wenn sie immer ein Schieber, dazu kann man Also das kann man vielleicht, hier fängt es an. Also das fängt hier langsam an diesem einen Punkt. Ja, und dann hier ganz einfach mein Tipp. Grundsätzlich nach der Ernte einmal anfahren, mit Rasenmäher drüber oder mit der Hand die ganzen Blätter abschneiden, dann kommen neue frische Blätter und dann steht der nächsten guten Ernte nichts mehr im Wege im nächsten Jahr. Ja, das geht ganz einfach.